So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach der heutigen Begegnung zwischen dem EHC Freiburg und den Ravensburg Tower Stars. Begrüße den Trainer aus Ravensburg, Herrn Danny Noth, unseren Trainer Leos Sulak, und darf das erste Wort zunächst unserem Gastwirt im VIP-Raum, Herrn Willi Zimber, überlassen. Liebe VIP-Raum-Gäste, heute darf ich mich bedanken bei der Metzgerei Jutta und Manfred Schuler aus Bleibach für die ganz hervorragende Bewertung. Euch und eurem Team ein herzliches Dankeschön. Dann haben wir ein paar Zahlen rund um den heutigen Spieltag. Die Zuschauerzahl bei uns in der Franz-Siegel-Halle, 2471 Besucher. Die Ergebnisse der anderen Begegnungen: Bietigheim gegen Rosenheim 4:0, Weißwasser gegen Kassel 1:4. Diese Spiele sind meines Wissens bereits beendet. Noch nicht beendet: Frankfurt gegen Kaufbeuren, wenige Sekunden vor Schluss steht es dort 5:3. Krimitschau gegen Dresden, etwa 10 Minuten vor Ende des Spiels 4:2. Und Heilbronn gegen Bad Nauheim 4:5. Und Rissersee gegen Bremerhaven noch torlos 0:0 und das 7 Minuten vor Ende der Partie. Jetzt kommen wir aber zur Analyse der heutigen Begegnung hier in der Franz-Siegel-Halle. Und ich darf zunächst den Trainer aus Ravensburg, Herrn Danny Noth, um seine Worte zum Spiel bitten. Guten Abend. Ja, erstmal unser Fan wollen sich bedanken, dass wir diese Spiele später begonnen könnte, weil die in Stau standen. Ich glaube, es waren 300 von denen, und das ist sehr geschätzt. Zum Spiel. Ja, es war wie erwartet schwer. Ich habe die letzten zwei Spiele von Freiburg geschaut. Die spielen ein bisschen stabiler in der Defensive, die sind läuferisch stark. Die machen treffen die richtige Entscheidung mit die Scheibe. Man hat gesehen, erste Drittel, das war, ja, ich glaube, hat Freiburg einen kleinen Vorteil gehabt im ersten Drittel. Ja, wir waren ein paar Mal in Unterzahl, aber wir haben dort sehr gut gespielt, die ganze Spiel sogar in Unterzahl, da haben wir kein Tor kassiert. Zweites Drittel, dann sind wir mehr im Lauf gekommen. Wir haben viel wenig Torschancen erlauben, haben wir ein paar mehr gehabt. Und dann, ja, letzte Drittel, unsere Leute haben die Entscheidung, also die Unterschied gemacht. Also wir wussten, es wird der Wolf und der Katschula in Überzahl, die haben da die Entscheidung schon gemacht. Also ich glaube, die letzte Drittel waren wir stärker wie Freiburg, und ja, deswegen haben wir heute auch gewonnen, weil nach 40 Minuten war das Spiel sehr ausgeglichen. Guten Abend. Wir haben das erste Drittel haben wir sehr gut gespielt, da hatten wir Chancen. Das war schade, dass wir da kein Tor geschossen haben. Die Chancen waren da, wie der Danny gesagt hat, dass wir die richtigen Entscheidungen mit der Scheibe treffen. Da haben wir ein paar Entscheidungen nicht richtig gemacht, sonst hätten wir die Tore geschossen. Aber im zweiten Drittel, und das ärgert mich ein bisschen, dass wir bei unserem 5 gegen 3 Überzahlspiel nach 20 Sekunden spielen wir 3 gegen 4. Das ist für mich eine Dummheit, wenn wir 5 gegen 3 Überzahlspiel haben, dass wir da mit einem Stockschlag sofort 2 Minuten kassieren und dann noch so eine dumme Strafe bekommen. Und seitdem haben wir da ein bisschen den Faden verloren im zweiten Drittel. Im letzten Drittel sind wir wieder aus der Kabine ganz, ganz gut gekommen. Da hatten wir wieder ein paar Chancen, nur wie gesagt wurde, da hat sich die Qualität durchgesetzt von den Ravensburger. Die haben eine Top-Mannschaft, und so ein Spiel wie letzte Woche gegen Frankfurt, dass es für uns gut ausgeht, da müssen wir auch das Glück haben, und heute hat es gefehlt. Die Chancen waren da, aber letztendlich haben die Ravensburger verdient gewonnen. Danke. Ja, ein Dank an die beiden Trainer für ihre Analysen, und jetzt ist die Fragerunde für die Medienvertreter eröffnet. Wir hören ja heute zwei Spieler zum ersten Mal in der Saison bei uns, also Stevie, alter Bekannter, und der andere Swanhall.
Was sagst du über die beiden? Ja gut, beim Stevie, den kennen wir und wissen, dass da hat man gesehen, dass dem ein bisschen die Spielpraxis fehlt und dass der mit uns nicht trainiert, dass der nicht so eingespielt ist beim Swanhalm. Das ist gleich in dem ersten Überzahlspiel hatte der da eine hundertprozentige, die musste er reinbringen, dann wäre das alles gut gewesen, aber er hat ganz, ganz ordentlich gespielt. Ja, noch eine Personalie, Dennis Meyer ist ja jetzt wieder zurückgekehrt. Ist er schon richtig fit? Ist er schon wieder bei 100%? Ja gut, das war auch die Frage, wie wir das machen, ob wir den Kamisch herausnehmen als Verteidiger. Haben wir uns letztendlich dazu entschieden, dass wir den Kamisch herausnehmen und werden mit drei Stürmern Ausländern gespielt. Und der Dennis, ich glaube nicht, dass der schon 100% fit ist. Gibt es weitere Fragen? Um auf Stevie zurückzukommen, Leo, steht schon fest, wo er am Sonntag sein wird. Nein, steht nicht fest. Das wird sich jetzt nach dem Spiel entscheiden. Die Frage richtete sich nach Steven Willig, ob er am Sonntag auch beim EHC spielen wird. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich bei Ihnen. Weise Sie darauf hin, dass unsere Mannschaft jetzt zweimal auswärts spielt, übermorgen in Kassel, heute in einer Woche in Dresden, das nächste Heimspiel am 13.12. in 10 Tagen gegen Bremerhaven. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen, Herr Noth, und Ihrer Mannschaft eine gute, unfallfreie Heimfahrt. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Danke sehr.